Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ja, man denkt ja in dieser verrückten Zeit, dass es da nicht schlimmer geht, aber ich habe jetzt einen neuen Fall gefunden, der mich letzte Nacht ja ein bisschen schlaflos gelassen hat, wo ich dann noch ein bisschen aktiv geworden bin, dazu aber später nochmal mehr. Und zwar ist das für mich eigentlich ja so ein Fall von Stockholm-Syndrom im Endstadium. Worum geht es konkret? Und zwar, wir wollen einfach mal direkt reinschauen, was die Mopo zu dem Fall schreibt. Und zwar, nach Verschwörungsplakaten, Veranstalter boykottieren Docs und Große Freiheit 36. Also, worum geht's da? Ihr seht hier, hier ist ein Bild von dem Docs. Das Docs ist ein Club, genauso wie die Große Freiheit 36. Hier in Hamburg, aus St. Pauli, auf der Reeperbahn, auf dem Kiez. Und das sind halt, also ich war da nicht so oft, auf jeden Fall sind das relativ große Clubs, wo Veranstaltungen stattfinden. Und diese beiden Clubs haben jetzt ihre Fassade dazu genutzt, um ein bisschen Corona-Aufklärung zu machen. Wir sehen hier so auf dem Banner, oben drüber steht, wir fordern Sie hiermit auf, weiteren Schaden von der Bevölkerung abzuwenden und sämtliche noch bestehenden Grundrechtseinschränkungen sofort ersatzlos aufzuheben. So, ist natürlich super rechts und ganz, ganz schlimm. Solche Banner müssen natürlich boykottiert werden. Wir sehen aber, hier hat man dann solche Vorrichtungen, wo Plakate drin sein können. Das hat man jetzt schon entfernt. Und wir wollen uns einfach mal anschauen, warum man das entfernt hat. Beziehungsweise vorher schauen wir uns das mal an. Hier ist die Große Freiheit 36. Wie es da aussieht, hier oben, das sind alles so die Unterschriften von den Leuten, die da schon aufgetreten sind. Und hier hat man dann genau ähnliche Banner hängen. So. Hier auch nochmal ganz kurz, hier in den Kommentar von einem Mopo, da steht, Corona ist nur eine Erkältung und Bill Gates will uns alle chippen. Ja, das habe ich dann nicht gesehen. Nach einem Jahr Pandemie schmerzt es zwar nach wie vor, dass mitunter gefährliche Geschwurbel von QuerdenkerInnen und VerschwörungstheoretikerInnen zu lesen. Also hier natürlich wieder richtig gegendert. Wir wollen nochmal ganz kurz schauen, was denn die Mopo für ein Verein ist. Hier bejubeln die Antifa, die sich in Hamburg ganz mutig neu aufstellt und eine Demo plant. Also sie kämpfen hart gegen rechts. Natürlich, Rechtsextremismus ist ganz, ganz schlimm, aber Linksextremismus, hier die Antifa, es gibt natürlich nicht die Antifa, da habe ich im Rezo-Video auch viel drüber gesagt. Die Antifa ist eine Gruppe, die ganz bewusst vor Gewalt nicht zurückschreckt und jeder, der mit denen nicht übereinstimmt, ja im schlimmsten Fall sogar auflauert und krankenhausreif schlägt. Hier hat einmal einer, dieser Artikel, der war übrigens bei der Mopo, ist da ganzseitig erschienen im September 2090 und hier hat Friedrich von Ostertal hat einfach mal den Artikel von der Mopo, von der linksextremen Antifa auf rechts umgedichtet. Schaut einfach mal rein. Ansonsten hier auch noch mal kurz. Bei der Demo in Hamburg, Antifa stellt sich Corona-Gegnern in den Weg. Oh, die sind ja ganz, ganz mutig hier, die kleinen Kinder von der Antifa. Oder hier hat man sich bei der Mopo auch gefreut, als es Gegenwind für die Corona-Schwurbler gegeben hat und als YouTube KenFM gesperrt hat und gegen Attila Hildmann ermittelt hat. Wer hier dabei ist, die Mopo, ganz klar Linksextreme, die sich natürlich darüber freuen, wenn Leute bei YouTube gesperrt werden, wenn gegen Leute, die eine andere Meinung haben, ermittelt wird. Da versucht man natürlich alles in die Ecke zu stellen. Das gehört nicht zur Meinungsfreiheit. Ja, auch nochmal ganz kurz, wer mich hier nicht kennt, ich sage es immer wieder, ich bin ein Anhänger von Ludwig von Mises, von einem Juden, der von den Nazis geflüchtet ist, der sein ganzes Leben lang immer vor den Gefahren von links und von rechts gewarnt hat. Natürlich bin ich würde mich eher als christlich-konservativ einordnen, natürlich sympathisiere ich eher mit rechten Menschen, aber da gibt es natürlich auch viele Sachen, wo ich sage, das geht überhaupt nicht. Insofern versuche ich da möglichst neutral halt immer drüber zu berichten. Wenn es natürlich, ja, ich habe auch auf diesem Kanal oft genug gesagt, ich habe die AfD oft genug kritisiert, habe auch gesagt, warum ich die nicht wählen würde. Das einfach nochmal dazu, damit ihr, falls ihr neu auf diesem Kanal seid, mich einordnen könnt. Ja, wollen wir uns einfach mal den Aufruf anschauen, der da die Mopo veranlasst hat, die Artikel zu schreiben, worauf die sich berufen. Und zwar, liebes Docs, liebe Große Freiheit 36, also das ist hier von Hamburg Konzerte, das ist ein Veranstaltungsplaner, der hat hier mit anderen
Veranstaltungsagenturen, FFK Scorpio kennt man ja, Carsten Janke Konzerte, Reeperbahn Festival und so weiter, haben die hier diesen offenen Brief verfasst. Und da heißt es dann, mit großer und wachsender Enttäuschung haben wir in den vergangenen Monaten beobachten müssen, dass wir zunehmend gefährlichem und demokratiefeindlichem Gedankengut ein Forum bietet. Hier auch wieder ganz, ganz gefährlich, wieder ganz emotional. Wir sind ganz, ganz enttäuscht und die Enttäuschung, die wird immer größer und wächst immer mehr. Und das ist natürlich ganz gefährlich und demokratiefeindlich, das Gedankengut. Aber welchem Gedankengut ihr da irgendwie ein Forum bietet, da sage ich immer, ich kann auch behaupten, du hast doch der Oma letzte Woche 100 Euro gestohlen und die verprügelt. Das kann ich natürlich einfach so in den Raum stellen. Das sagen auch ganz, ganz viele andere so, aber einen Beleg liefern muss ich nicht, weil alleine die Tatsache, dass ich das sage, das ist ja schon genug, damit du schuldig bist. So geht das immer bei diesen linken Shitstorms. Und weiter heißt es da, spätestens mit indirekten Aufrufen zur Gewalt und dem Verweis auf rechtspopulistische und verschwörerische Medien, die diesen Namen nicht verdienen, hat unsere Geduld ihr Ende gefunden. So, hier auch wieder, man sagt nicht, was der indirekte Aufruf zur Gewalt ist und auf welche Medien denn die rechtspopulistischen sind. Schauen wir einfach mal bei der Mopo rein. Die Mopo sagt, dass dieses Plakat, das da vor dem Docks aufgetaucht ist, das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und zwar war das dieses, das haben sie eingeblendet, haben sie abfotografiert. Zitieren hier auch nochmal, was da drauf steht. Stopp Lockdown, bewaffnet euch mit Wissen. Und darunter Links zu bekannten Corona-Verschwörern, die zum Teil Kontakte bis in die rechtsextreme Szene pflegen. Hier auch wieder, du hast doch die Oma ausgeraubt und dir 100 Euro gestohlen. Rechts, rechts, Holocaustleugner, rechts, Antisemit, rechts, rechts, Nazi, rechts, Nazi, Nazi, rechts, rechts, Nazi, rechts, Nazi. Ja, und bewaffnet euch mit Wissen. Der eine oder andere, der bei Samuel Eckert reinschaut, der als bekennender Christ, der sagt das immer, bewaffnet euch mit Wissen. Und das ist also hier der indirekte Aufruf zur Gewalt, wenn man sich mit Wissen bewaffnen soll. So, was ist da Gewalt, wenn man sagt, greift zu den Messern und stürmt die Parlamente oder irgendwas? Das wäre ein Aufruf zur Gewalt, aber nicht bewaffnet euch mit Wissen. Mit Wissen, Wissen, Argumente, das Wort, das sind die schärfsten Schwerter, aber ein Schwert ist dann natürlich nur metaphorisch gemeint. Also wir sehen hier, das haben sie natürlich bei ihrem offenen Brief unterschlagen. Könnte ja sein, dass irgendjemand sieht, dass dieser Gewaltaufruf eigentlich gar keiner ist, wenn er denn mal recherchiert. Ja, und wer sind denn die Corona-Verschwörer? Da sind die Reitschuster, Rubicon, KenFM, Wodak und die Ärzte für Aufklärung. Da hat man dann noch drunter geschrieben, Vorabinformation, es gab 2020 keine Übersterblichkeit in Deutschland, es gab 2020 keine Übersterblichkeit in Schweden und die deutschen Qualitätsmedien erzählen das Gegenteil. Hier auch QR-Codes, ich habe die nicht eingescannt, aber natürlich bei der Mopo und auch bei dem offenen Brief geht man natürlich nicht auf die Argumente drauf ein. Man liefert natürlich nur Vorwürfe und ist jetzt natürlich dabei, alle irgendwie in die rechte Ecke zu stellen. Hier sehen wir dann, Boris Reitschuster ist ein Journalist, der auf seinem Blog Querdenker hofiert. Der Rubicon ist für mich eigentlich auch eher eine linke Seite, die natürlich jetzt auch bei Corona sehr kritisch ist. Genau das gleiche bei Ken Jebsen. Ken Jebsen, hier kommen sie wieder mit den Antisemitismus-Vorwürfen. Ja, für mich ist Ken Jebsen auch so ein strammer Linker. Der wird mittlerweile auch immer kritischer, liest Roland Bader. Ist jetzt sehr Corona-kritisch. Wolfgang Wodak war auch für die Linken, soweit ich weiß, im Bundestag, war eigentlich auch ein strammer Linker, bis er angefangen hat, die Corona-Doktrin zu hinterfragen. Da ist er jetzt zu einem Corona-Verharmloser geworden und die Ärzte für Aufklärung, von denen distanziert man sich natürlich auch. So, hier auch wieder alles nur, wo man die Person angreift, wo man Argumente ad hominem liefert, aber natürlich geht man nicht auf die Fakten ein, nicht auf das mit der Übersterblichkeit, aber da schauen wir auch gleich nochmal rein. Hier wollen wir weiter reinschauen, was denn Hamburg Konzerte hier in den offenen Brief schreibt. Wir können uns denken, dass ihr eure Botschaften von der Meinungsfreiheit gedeckt seht. Und auf die harmloseren Parts eurer Wandzeitung mag das auch zutreffen. Die meisten der indiskutablen Botschaften wurden mittlerweile offenbar entfernt, was uns nicht überrascht und wahrscheinlich nur aufgrund des öffentlichen Drucks geschehen ist. Hier auch wieder,
Meinungsfreiheit ist das, was wir sagen. Alles andere sind indiskutable Botschaften. Ich finde es auch undiskutabel, dass ihr von Hamburg-Konzerte die Oma ausgeraubt habt. Vielleicht gebt ihr mal die 100 Euro wieder und vielleicht schaut ihr mal, wie es ihr im Krankenhaus geht. Wir fordern euch hiermit auf, diese Wände umgehend abzubauen und künftig persönliche Meinungsäußerung klar erkennbar als solche darzustellen, anstatt wie bisher aus der Deckung des Gesamtkonstrukts eurer Spielstätten zu agieren. So hier auch, also die Wände abbauen, das ist also deren Ansicht von Meinungsfreiheit. Und wenn ihr euch dann äußert, dann bitte direkt und öffentlich mit Presseerklärung, damit wir euch dann gleich mit Shitstorms überziehen können. So hört sich das für mich an. Naja, auf jeden Fall hier auch wieder Falschinformationen streuen, bla 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 bla. Angeblich wurden sie ja schon von ganz vielen schon angesprochen. Auch deren Mitarbeiter, SternchenInnen und Tourneepartner, SternchenInnen, finden das nicht toll. Und wir sind ja angeblich für 90% eures Programms verantwortlich. Man will da also finanziellen Druck ausüben. Man tut es natürlich so, dass man für alle spricht. Wahrscheinlich sind da ein paar ganz Radikale, die das zu verantworten haben. Weiter geht's hier. Aber letztendlich ist das gar nicht der entscheidende Punkt. In einer Zeit, in der unsere Branche zusammenstehen sollte und der sich unzählige Menschen nach der verbindenden Kraft von Live-Kultur sehnen, sucht ihr anscheinend den Schulterschluss mit Schwurblern, Verschwörern und jenen, die keinen Widerspruch darin sehen, neben Nazis für Demokratie zu demonstrieren. Das können und werden wir nicht länger akzeptieren. Rechtsextremen und Pandemieleugnerinnen, rechts, 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 Neonazis, rechts, Holocaustleugnen, rechts, rechts. Rechts, Nazis, Adolf Hitler, rechts, Pandemieleugner, quer, rechts, Leugner, rechts, quer, Nazis, schlimm, Holocaust, 6 Millionen, rechts, 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 Nazis, rechts, quer, leugnen, Pandemie, rechts, leugnen, rechts. Puh, ja. Also hier auch wieder irgendwelche Kampfbegriffe. Die bösen Schwurbler, die bösen Verschwörungstheoretiker, die laufen mit Nazis auf Demos mit. Ja, ich habe da auch nichts von Querdenkern gesehen. Da ist natürlich, man schmeißt alles in einen Topf, alles in Nazis. Das ist halt einfach eine organisierte politische Partei, so kommt das halt immer vor, die man da angreifen kann. Das sind alles AfD-nahe Querdenker-Leute, dass es da irgendwelche Abstufungen gibt, die auch gar nicht so wirklich direkt mit Querdenken zu tun haben, das können Sie sich da gar nicht vorstellen. Veranstaltungen unter eurem Dach kommen unter diesen Bedingungen für uns nicht in Frage. Den daraus entstehenden Schaden für alle Gäste und den Kulturstandort der weltoffenen Stadt Hamburg werden wir dafür in Kauf nehmen. Hier auch wieder, okay, da gehe ich gleich in meinem Kommentar nochmal drauf ein, den ich da abgegeben habe. Da wir aber im Gegensatz zu euch nicht der Meinung sind, dass es in diesem Land keine Meinungsfreiheit gibt, möchten wir euch zumindest die Gelegenheit geben, zu dieser Sache Stellung zu beziehen. Wie kam es zu diesem Vorgang und kann es eurer Ansicht nach eine Lösung geben, die mehr als ein Lippenbekenntnis ist? Hier auch wieder, wir meinen ja, es gibt die Meinungsfreiheit und natürlich gibt es eine Meinungsfreiheit, aber du musst halt damit rechnen, von irgendwelchen linken Mobs an den Pranger gestellt zu werden, öffentlichkeitswirksam diffamiert, kritisiert und wirtschaftlich ruiniert zu werden, das ist natürlich Meinungsfreiheit. Du wirst natürlich nicht direkt verschleppt und erschossen, so wie das in allen anderen Diktaturen immer der Fall war. Heute ist die Meinungsfreiheit, wie die eingeschränkt wird, findet viel, viel subtiler statt. Und hier auch, wer gibt denn da Lippenbekenntnisse ab? Ich meine, die mit ihrem offenen Brief, die sagen, oh, du verweist auf die falschen Leute, das sind indiskutable Botschaften, du musst nur die offiziellen Quellen angeben und dann darfst du die Meinungsfreiheit haben. Aber wenn du die falschen Quellen nimmst, irgendwelche, wo wir irgendwie eine Kontaktschuld herstellen, Kontaktschuld, jeder, der sich hier mal mit dem Schwarzbuch des Kommunismus beschäftigt, jeder, der sich mal anschaut, was in der Stalin, Mao, Pol Pot und mit den ganzen Massenmörder alle hießen, so ablief, da sieht man auch, dass es da sehr ähnlich war. Da gab es dann auch die Kontaktschuld. Man hat sich mal mit irgendjemandem unterhalten oder hat sich mal positiv geäußert. Schon wurde man gleich mit denen in einem Topf geworfen. Das ist die sogenannte Kontaktschuld. Ja, und ich habe das letzte Nacht, als ich gerade ins Bett gehen wollte, habe ich das dann gesehen und habe dann direkt einen Post abgegeben, habe dann mal überlegt, was ich da schreiben kann.
Und zwar, ich habe da geschrieben, wie infantil dieser offene Brief ist, erkennt jeder, der nachforscht, was von euch genau mit dem indirekten Aufrufen zur Gewalt gemeint ist. Laut Mopo war es offenbar dieses Plakat. So, da habe ich das Plakat nochmal zitiert, Stopp Lockdown, bewaffnet euch mit Wissen. Und dann habe ich da weitergeschrieben, Wissen ist also schon ein Aufruf zur Gewalt. Ist das für euch eine von diesen mysteriösen, indiskutablen Botschaften? Ihr akzeptiert lieber finanzielle Einbußen, vielleicht sogar eure ganze Existenz, Depressionen und Suizide von Kulturschaffenden, die keine Zukunft im Dauerlockdown sehen, als nur ein bisschen diese ganze Corona-Politik zu hinterfragen. Haltung zeigen ist im bunten Deutschland 2021 offenbar wichtiger als das blanke Überleben. Wenn ihr schon untergeht, dann als die mutigen Kämpfer gegen alles, was nur ansatzweise nach Schwurplan, Verschwörern und Nazis aussieht. Rest in peace, liebe Konzertveranstalter. Ja, und weil ich euch dazu aufgerufen habe, hier bei Telegram da einfach mal reinzuschauen, da vielleicht mal ein bisschen mitzudiskutieren, ist das, wenn ich das jetzt richtig sehe, auch der meistgelikte Kommentar. Ich schaue gerade mal, da hat der Carsten Janke Konzerte, die am Herzen gegeben haben, haben sogar weniger Reaktionen. Den gleichen Kommentar habe ich auch bei den anderen Konzertveranstaltern, die diesen offenen Brief auch gepostet haben, abgegeben. Natürlich, ich habe schon damit gerechnet, weil natürlich aus diesem linken Milieu, da hat's man natürlich nicht so mit Meinungsfreiheit, aber man sagt ja, andere gehen nur Lippenbekenntnisse ab. Ja, und zwar hat man beim Reeperbahn-Festival, hat man diesen Beitrag gelöscht. Ich habe hier einen Screenshot gemacht, schaut gerne mal rein, bei Telegram findet ihr den Link dazu, den direkten Link dazu. Aber wir sehen also hier, man beschuldigt andere, es nicht so mit der Meinungsfreiheit zu haben. Man hält die Meinungsfreiheit hoch, löscht ordentlich, diffamiert die Leute. Wie schon gesagt, unter Mao, Stalin, Hitler, wie sie alle hießen, da wurden die Leute alle direkt einfach, haben sie Besuch bekommen, sie wurden verschleppt, teilweise sogar auf offener Straße erschossen, wenn sie Regimegegner waren. Heute läuft das alles ein bisschen subtiler ab, da hat man dann ja seinen Antifa-Mob, seine linke, seine nützlichen Idioten, wie ich da immer schön zu sage, die dann die Leute anprangern, die dann mit der sogenannten Cancel Culture, schaut immer bei Gunnar Kaiser rein, der hat da viel zu gemacht, die halt dazu, ja, da halt Meinungen unterbinden wollen, die denen nicht in den Kram passen. Ich kann da auch ein Lied von singen, schaut da mal rein, was ich hier auch für Erfahrungen mit der Antifa mit meinem Stammtisch gemacht habe. Und natürlich, wie immer, es gibt da keine sachlichen Argumente. Man will auch gar nicht auf der Sachebene diskutieren und auch, wenn man sich die ganzen Kommentare anschaut, schaut auch mal rein, die Leute, die da reagiert haben, die sind auch so einfältig und so unbewaffnet mit Wissen, dass sie denken, dass Große Freiheit TV was mit Große Freiheit 36 zu tun hat. Die bringen das alle total durcheinander. Ich meine, jeder, der da ein bisschen reinschaut, der sieht, dass Große Freiheit 36 ein Club auf der Reeperbahn ist und Große Freiheit 36, das bin ich hier einer, der YouTube-Videos macht, der kritische Videos macht, hier das Zeitgeschehen einfach weiter kommentiert. Aber wie soll man von den Leuten, die so einen offenen Brief toll finden, die auch diese ganze Corona-Politik unterstützen, da offenbar auch nie kritisch reingeschaut haben. Wie soll man da irgendwie erwarten, dass sie es kritisch hinterfragen? Nochmal zu den Sachargumenten. Ja, natürlich können wir da jetzt nochmal auch mit der Übersterblichkeit eingehen. Übersterblichkeit in Deutschland und keine Übersterblichkeit in Schweden. Schaut da bei Corona-Fakten rein. Ich blende das hier nochmal ein. Corona-Fakten hat da mehrere Übersichten gemacht und hat dann die Übersterblichkeit auch in Relation zum Bevölkerungswachstum gestellt. Und da sieht man auch, wenn man sich das anschaut, sieht das schon alles ganz, ganz anders aus. Natürlich kommen die Leute dann immer hier mit Korrektiv, Faktencheck und Ärzteblatt und so, aber ja, offenbar sind sie einfach ja intellektuell unbewaffnet. Auch wieder ein militaristischer Begriff, unbewaffnet sein. Ja, das war's von mir mit diesem Video aus dem Corona-Wahn-Irrenhaus hier, das Stockholm-Syndrom im Endstadium, den ganzen Veranstaltern. Schaut da gerne unbedingt nochmal überall rein in diesen Facebook-Beiträgen. Liked das gerne, diskutiert da gerne mit, wenn ihr Lust habt. Ansonsten, ja, heute war es sehr frei von mir, auch relativ spontan gemacht. Ich habe wahrscheinlich die Hälfte vergessen, aber diejenigen, die meinen Kanal kennen, die wissen, wo sie die richtigen Informationen finden können. Also, vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.